Bemerkenswert ist auch, dass die Frage nach dem Sinn, der Bedeutung des Seins oder der Lösung oder der Erlösung der Rätselfrage des Seins und der Leiblichkeit und der Körperlichkeit und der Sterblichkeit und so weiter, ebenfalls an dieses Gefühl, an diese Frage nach Vollkommenheit, werde ich jemals den Zustand der Vollständigkeit erreichen, erneut, wie er schon einmal als Empfindung erreicht worden war in urvordenklichen Zeiten. Oder nicht. Und hat, wenn das nie möglich ist und möglich sein darf, die Existenz, das Sein, dann überhaupt einen Sinn oder verpasst es jeglichen Sinn und Bedeutung? Und hieraus wird klar, dass das Sein, die Existenz keines Sinns, keiner Bedeutung bedarf, ja, ihn gar nicht haben können, muss oder darf. Denn stattdessen, um die Sehnsucht nach Vervollständigung zu erfüllen, soll ja nicht von vornherein das Abgesättigkeitsgefühl und das Schwimmen in der Soße der Vollkommenheit und der Vollständigkeit erfolgen, sondern sie sich zur Aktion bereit und auf die Socken machen, um die Vollkommenheit, um die Vervollständigungsreihe, die in ihren Wechselabtäuschungen die vollkommene Vollständigkeit ist, in ihren Ewigkeitswiederholungen und Redundanzen und Neutransformierungen. In dieser Unvollkommenheit, in dieser nie Vollständigungsmöglichkeit seiner selbst besteht eben die Möglichkeit der Vervollständigung des lebenstödlichen Tritt Veralienierenden in seiner nie aufhören könnenden und damit ewigen sich umtransformierenden Vervollständigungsreihe. Und sie als Trägermatrix dieses Vorgangs sollen zwar die Sehnsucht, den Wunsch, den Zielhorizont nach dieser Vollkommenheit, nach dieser Verschmelzung und Wiederganzwerdung eingepflanzt bekommen, als Programmierungsziel, weil es schließlich darum geht, die ursprüngliche Ganzheit wiederzufinden. Aber sie selbst sind nicht dazu begabt oder nicht mehr dazu befähigt, als eigenes Erleben diesen Zustand wieder erlangen zu dürfen. Denn wie gesagt, erreichten sie ihn, würden sie mit dem fetten, lächelnden Bauch des Buddha einfach nur noch hier herumhocken und die Aberwitzigkeit der Phänomenologie belächeln, wie sie sich da abstrampelt, was am besten in dem Fellini-Film Casanova gezeigt ist. Denn der Hahn kräht nicht auf dem Misthaufen, um die Sonne zu begrüßen. Er kräht aus anderen Gründen, wie man weiß.